Selbst der dritte Boss hatte zwei Phasen. Nur du nicht. Du bist Final Boss, du bist hässlich, du bestehst aus komischen Dingern, hast drei Hörnchen, Augen. Dein Meister hat nur eine Unterhose an. Plink. Und ist jetzt ein Stern. Selbst der Elite-Bomber war stärker als der. Und das finde ich an dem Spiel, ehrlich gesagt, enttäuschend. Abspacken, 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 abspacken. Nein, lass mich in Ruhe. Voll der Außenseiterstein, ey. Nach dem Motto, lass mich in Ruhe. Eigentlich kommt jetzt nur noch Katze. Dann mein Controller hinlegen. Ja, Super Saiyan Steinehand. Alle hassen diesen Stein. Regenbogensteine, Regenbogensternchensteine, Steine der Regenbogensternchen. Da guckst du da. Atombombe! Pff, alle sterben. Das ganze Universum stirbt, nur weil Bomberman und mit ihm diese Dinger gejagt hat. Ich meine, warum heißen die Bombenteile? Wenn sie alle zusammen sind, werden sie zu so einer großen Bombe und jagen die ganze Welt in die Luft. Das ganze Universum. Ja, er ist wieder ein guter Stein. Yay! Ja, Bomberman ist jetzt der Atombombenkönig. Er muss nur einen Knopf drücken und das gesamte Universum fliegt 10-mal in die Luft. Ich weiß, es macht sowas von keinen Sinn, aber ja! Einfach wegfliegen. And this is how the bomb elements were once again scattered into the far reaches of the universe. Wieso kann er wieder leben? Max! Now, whether this was their doing, there was no way for us to tell. There are infinite mysteries in this universe. Uh-huh. Zum Beispiel, warum du nicht tot bist? Which we will never be able to solve. Du vielleicht nicht, weil du ein bisschen dumm bist. Power of the bomb elements irgendwann die Welt vernichten wird. Was of justice or of evil? Is an answer that may be determined by the way we handle our own hearts and souls. Nicht ein bisschen melodramatisch, alter Mann? Das könnte ein bisschen zu viel für dich sein. Fujiwara! Fujiwara, ich dreh durch, wenn ich diesen Namen lese. Wahrscheinlich einfach, weil, ja, Fujiwara no Moku. Mein Lieblingskara überhaupt. Und Jungs, schauen wir jetzt alle! Nee. Ja, Credits laufen. Was soll ich sagen? Einfach Bomberman Generation. Ein Let's Play, was auch sehr nerven konnte, was wohl überwiegend an den Bossen lag, würde ich mal schätzen, bei der einen oder anderen Situation. Aber es gibt ein Kriterium. Aua, mein Schrank! Nein, mein Arm und mein Schrank auch. Na, wie dem auch sei, es gibt ein Kriterium an dem Spiel, was ich einfach mal loswerden muss. Es ist eine Tatsache, dass der letzte Crush Bomber, also der vorverletzte Boss, dass der schwieriger war als der Welt 5 Boss und der Final Boss zusammen. Ich weiß nicht, ob die Entwickler einfach nachgelassen haben und einfach keine Lust mehr gehabt hatten.
weil jeder Boss konnte eigentlich immer nur an einer bestimmten Stelle getroffen werden. Der Elefant, den konnte man damals sowieso immer nur treffen, wenn man es gut abgepasst hat, weil man Pommy immer noch nicht haben kann. Man kann, aber man halt einfach nicht, wenn man es nach den Regeln spielt. Nun, wie dem auch sei, dieses Oktovieh muss die Bombe fressen. Dann der Fluch, der hatte sogar eine zweite Form. Dann dieser Roboter, den konntest du nur verletzen, wenn er offen war. Und jeden Crush-Bomber konntest du sowieso immer verletzen, wenn er da war. Und ab dann, dieses Feuerhühnchen und der Final Boss, die konntest du immer treffen. Wieso konnte man die beiden immer treffen? Ohne Ausnahme. Ich verstehe es nicht. Deswegen habe ich das Gefühl, die Entwickler haben einfach nach der vierten Welt haben sie einfach keinen Bock mehr gehabt und wollten den Scheiß fertig haben. Ich weiß auch nicht, es kam mir so vor. Es kam mir einfach so vor, dass sie den Scheiß einfach, vielleicht wollten sie auch nach der dritten schon, hatten gesagt, der dritten schon keinen Bock mehr, weil dann auf einmal immer nur noch vier Level kamen. Ich meine, aus dem Spiel hätte man noch so viel rausholen können. Wozu sind die Blitzkarten gut? Was soll das? Das ist doch... Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, die Entwickler hatten einfach nach der Zeit keinen Bock mehr weiterzuentwickeln. Wie dem auch sei, das war Let's Play Bomberman Generation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei meinem nächsten Projekt wieder. Bis dahin! Ja, Leute!